Ey, wow, Leute, wir sind gerade einfach durch die Toilette gekommen, Alter. Wie kann das denn angehen? Und was, hier ist die Slime-Slide. Okay, Moment mal, jetzt müssen wir, glaube ich, hier erstmal über diese Rohre rüber. Und dann können wir quasi, ja, und ja. Verdammt. Ah, wir sind auf der anderen Seite gespawnt. Okay, finde ich auch ganz gut, Leute. Jetzt können wir hier, glaube ich, anscheinend einmal Slime-Sliden mit einem Boot. Und Leute, ich bin im Boot drin und komm, geht das los? Fährt das auch nochmal los? Das Boot fährt los. Das Boot fährt los, Leute. Das Boot fährt los. Ja. Hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Okay, okay, okay. Und yo. Nein. Oh, hey, nein. Hey, hier ist ein Schleim. Nein, 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 Leute. Hier ist ein Schleimstrudel. Ein Schleimstrudel. Hey. Oh. Okay. Okay, wir haben es irgendwie überlebt. Ja, wir haben es irgendwie überlebt. Was war denn jetzt gerade da los, Leute? Okay, na gut. Das war schon mal der Schleimtunnel oder so. Gut, gehen wir jetzt wieder zum nächsten Checkpoint. Jetzt können wir hier, glaube ich... Oh, spring auf den Block zu, um ihn zu schnappen. Drücke erneut springen, um zu klettern. Okay, oh. Leute, guck mal hier. Guck mal, jetzt können wir sogar... Habe ich noch nie gesehen. Jetzt können wir sogar klettern. Wie cool ist das denn, Freunde? Zack, sehr cool. Und hier sind auch noch so kleine... Drehteile. Ja. Und warten. Wir gucken, warten wir einfach ganz kurz. Komm, wir nehmen uns das ganze Geld mit hier. Katsching, wieder ein bisschen mehr Geld. Guck mal hier. Wir warten, bis wir eine kleine Runde gedreht haben. Und ja, wir haben auf jeden Fall keinen Stress, Freunde. Alles ist entspannt und zack. Ja. Und nochmal springen. Und ja, perfekt. Und hier wieder der nächste Checkpoint. Oh, Leute. Das ist, ich muss sagen, diese Funktion finde ich echt cool, dass die hier eingebaut wurde. Einfach so ranspringen, dann kann man quasi, ja, klettern. Ey, das ist so cool. Zack, und wieder der nächste Checkpoint. Jetzt können wir hier quasi sogar den Turm hoch. So. Zack, Leute. Okay. Ich glaube, wir dürfen das Rote nicht berühren. Oh, nee, wir dürfen das Rote garantiert nicht berühren. Oh, Gott, ey. Ah. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, okay, okay. Okay, Alter. Jetzt müssen wir ganz kurz warten, dass wir uns in die richtige Richtung drehen und dann quasi da gleich wieder ranspringen, um dann durch dieses Geldtor zu kommen. Und Sprung! Oh, okay, okay, ja, wir haben es. Ja, und jetzt durchs Geldtor, ja! Ist das dein geheimer Tresor? Ey, was sind das denn für. Ey, was sind das für Alarm. Ey, was sind das für Kameras? Okay, pass auf, laufen. Haha! Voll die blöden Kameras. Haha, haut rein. Tja, da hat er wohl nicht so guten Kameras gekauft, muss ich sagen. Jetzt können wir hier direkt wieder den nächsten Check von uns holen. Und das ganze Geld, was hier rumliegt, pff, Leute, wir haben $630. Das ist schon mehr als genug. Jetzt müssen wir nur ganz kurz gucken, dass wir das goldene, den goldenen Schlüssel finden, Leute. Und ich glaube, der ist da vorne in diesem Raum wahrscheinlich drin. Also, das ist so, glaube ich, der einzige Raum, der gerade auf hat. Und dann können wir, glaube ich, hier... oha, ja, aha. Können wir vielleicht irgendwo hier oben lang oder so? Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Schlüssel, den ich noch nicht gesehen... Kopiere, was die Klavierpartitur spielt? Warte, links, zwei. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Es hat so lange gedauert, ey. Okay, aber wir haben das Klavier-Dings-Rätsel geschafft, Leute, die Lösung. Und jetzt rutschen wir runter, ja. Hey, hier ist so ein Piratenbuch oder so, Leute. Nein, nein, wir sind irgendwo, wo sind wir denn jetzt hier? Was ist dieser beängstigende Ort? Leute, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wir sind, glaube ich, in irgendeinem heftigen Schloss oder so. Okay, komm, jetzt nehmen wir hier ganz kurz das Geld und schwingen uns Richtung... Ja, jaba, jaba, du. Okay, jetzt sind wir schon wieder auf der nächsten Seite und können jetzt hier quasi ein bisschen hochklettern und... Aha, der nächste Checkpoint. Optimal, Freunde. Und ja, ich hätte lieber... Oh, warte, pass auf, ich hätte ein bisschen warten sollen. Und jetzt müssen wir auf den nächsten Totenkopf warten. So... Und wir warten wieder auf den nächsten Totenkopf. Ja, okay, perfekt. Und jetzt hier wieder ganz kurz, zack, ja. So, das Geld schnappen. Und dann schnappen wir uns hier auch wieder ganz kurz. Ja, perfekt, so. Und schwing, ja. Okay, Leute. Ey, wir kommen sogar echt ganz gut voran, muss ich sagen. Wir kommen echt ganz gut wieder voran. So, hier vorsichtig rüberspringen. So, und auch hier über das ganze Teil rüber. So, und jetzt können wir hier quasi... Oh, wieder den nächsten Checkpoint holen. Jetzt müssen wir, glaube ich, sogar auf das Ding...
drauf. Okay, ich glaube, wir müssen... nee, wir dürfen es auf jeden Fall nicht berühren. Das müssen wir aber... Ach, guck mal, wir müssen ganz schnell springen. Okay, das heißt hier... Oh, Leute, springen, 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 springen. Und jawohl. Und kurz warten wieder, dass die weggehen. Genau. Und jetzt, dass sie wiederkommen. So, zack, zack, zack und zack. Ja, das waren dann diese temporären Blöcke. Und die Tür geht sogar auf. Dann gehen wir doch mal direkt rein, wenn die Tür aufgeht. Ey, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay, warte mal, jetzt können wir, glaube ich, hallo? Wir müssen einen Knopf finden, um diese Tür zu öffnen. Ja, das ist doch wahrscheinlich hinter den Kisten, oder nicht? Oh, nee, wir müssen hochklettern. Achso, okay, wir müssen hochklettern. So, das ist auch kein Problem. Dann würde ich sagen, klettern wir doch mal bis ganz nach oben hier, Freunde. So, zack, wieder ein bisschen Fahrstuhl fahren. Und zack und bupp, Knopf ist gedrückt, Tor geht auf. So muss das nämlich, Freunde. So muss das nämlich. Jetzt können wir nämlich hier einmal ganz kurz wieder ein bisschen Geld einsammeln und, oh, oh Gott. Ich wäre gerade fast durch die Spikes durchgelaufen, Freunde. So, jetzt hier kommen. Lauf, 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 lauf. Ha, 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 ha. Okay, okay, das war echt knapp. Das war echt mega knapp. Jetzt können wir ja auch die Treppe hochlaufen. So, Freunde, laufen wir mal ganz kurz hier die Treppe hoch. Und die verschwindet sogar direkt hinter uns. Das heißt, man muss so schnell laufen, wie es nur geht. Und zack, okay, auch wieder optimal absolviert. Und Alter, wo sind wir denn jetzt hier gerade gelandet? Ich glaube, wir sind jetzt... Warte mal. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den richtigen Weg finden, indem wir hier ganz, ganz vorsichtig lang laufen. Warte mal. Ach so, der zeigt uns doch die Pfeile an. Hä? Ist doch easy peasy, Leute. Er zeigt uns doch die Pfeile an. Dann werden wir es doch ganz, ganz leicht schaffen. So, hier. Zack, der nächste Pfeil. Können wir wieder lang laufen. So, dann können wir wieder hier lang laufen. Okay. Dann müssen wir in die Richtung. Und dann in die Richtung. Und dann in die Richtung. Jawohl, haben wir es auch schon mal wieder das geschafft. Jetzt den nächsten Checkpoint. Jetzt können wir hier ganz kurz wieder ein bisschen Geld einsammeln. Zack, zack, zack. Und dann den Knopf drücken, Freunde. Und jetzt fahren wir sogar wieder mit dem Fahrstuhl hoch. Und ich will langsam mal den Typen ausrauben, ne? Wir brauchen jetzt ganz schön ewig sogar schon, um das zu schaffen. Aber ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt ganz kurz... Ey, ist das ein Geldbaum? Wir könnten das ausrauben, aber wir bräuchten einen Bagger, um ihn zu bewegen. Jetzt müssen wir noch einen Bagger holen? Wo soll man jetzt hier einen Bagger holen? Ich bin erst mal 3 Jahre... um hier reinzukommen. Okay, pass auf, warte mal. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass wir jetzt hier vielleicht doch irgendwo einen Bagger uns herholen, Freunde. Das heißt hier... Verdammte Axt. Hier gehen wir nämlich mal ganz kurz raus und dann gucken wir, ob wir da vielleicht auch einen Bagger haben, den wir dann gleich fahren können. Und da ist sogar ein Bagger. Leute, da ist einfach ein Bagger. Ich glaub's doch nicht. Hier ist zum Beispiel auch noch so eine Tür. Da müssen wir aber auch wieder was finden. Können wir hier durchs Labyrinth durch? Ah, da ist der Schlüssel. Ach, da ist der Schlüssel, Leute. Aber können wir jetzt hier nicht einfach... Oh doch, guck mal. Schlage den Monster Truck Kurs, um den roten Schlüssel zu bekommen. Es muss hier auch noch so einen Kurs absolvieren, Freunde. Ja, woo! Und wir müssen auf Zeit fahren. Okay, okay, okay. Oh Gott. Was? Oh, oh, vorsichtig. Vorsichtig. Verdammt. Yeah, zweiter Versuch mit dem Monster Truck, Freunde. Ja. Okay, so, ach so, man kann lenken, indem man einfach guckt. Okay, das ist dann natürlich mega, mega leicht. So, hier, nennen, 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 aus dem Weg, der Monster Truck ist am Start. Yeah, oh, 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 und ja, ich habe es geschafft, Freunde, ich habe das Zeitrennen geschafft. Das Gute ist jetzt, dass wir jetzt hier den roten Schlüssel einfach mal bekommen. Und dadurch können wir jetzt hier dieses geheime Garagentor aufmachen. Das heißt, hier, zack, mal ganz kurz aufmachen. Und das können wir, glaube ich, hier drin. Mr. McRitch hat seine eigene Rakete.